So, Jungs, wir gucken uns an. Pro Players 10 IQ or 200 IQ Plays. Ich glaube, ich habe schon mal ein ähnliches gesehen. Es ist vom 6.8.2020, also jetzt eigentlich sogar relativ aktuell. Ich hoffe, es ist gut. Let's go. Oh ja. Das kennt man. Das ist safe 5000 IQ sogar. What's up, bitch? Bist du hier, Alter. Was? Okay, insane. Kann ich auch gar nicht. Oh, meine Cam hat sich verschoben. Eine völlig neue Scene mit Forrest. Ich glaube, er flasht den Gegner gleich. Und Knife vorbei. Oh, ich hab's völlig richtig predicted. Das ist auch 200 IQ, ja? Ah, der Gegner ist auch 0 IQ. Thank you so much. I appreciate it. Bruh. Oh. Bruh. Oh, hell. Fucking Molly, holy. Holy shit, you don't have a gun. Ja, gut, das kann passieren, ne? MP9. Ah, no way. Get some Glock in it. There's multiple guns. No. Surely you just fucking go for the gun, right? Surely at that point you think potentially letting them see you through the smoke is like better than keeping a Glock in a 1v2 against a full buy. Meanwhile. My bad. My flash underpass. Wait, I'm playing too. I'm underpass. What? No, no. I'm leaving. And a stack in. Ooh, are they gonna go for this boost? I didn't know this still existed. Yeah, it certainly does. What? Das kann ich aber auch noch nicht. Yeah, here we go. What? Will he get a kill for it? If he does. If he gets in, he's seen a man. He's not looking monster though. Oh. He's found a frag. He's gonna look for a second. I'll have pushed to eat your heart out. But Panix can't find Panix him. Panix! Three picks perhaps. Ja gut, dass die Deutschen hier wieder dreist reinschieden, ist ja mal wieder klar, Jungs. Crazy shit. Привет. Побежал кого-то искать. Ой, какая грязь. О, das wird ein 1 Milliarde IQ Play. Месть! И второго Зевса. По вас? Ну что сказать, ребята? Вас? Это... Это было... Бра. So, they're gonna go for the knife. This is 5 men alive. Okay, das Krasse ist... Smart Markov. Das Krasse ist, wir haben ja heute eine Reaction hochgeladen, oder zumindest wenn ihr es auf dem Bipto seht, das war dann praktisch die letzte Reaction über so krasse Major Plays und so, da habe ich gerade darüber geredet, dass ich eigentlich seit Mitte 2018, Ende 2018 keinerlei Pro-Matches mehr gucke, deswegen, das ist hier für mich alles super insane neu. Nice. That is the 200 IQ play, he absolutely won that. That's the best play for Markolov all day long. Да нет. Режь. Да ладно. Да зарежь ты его, Ваня! О май гад, vor allem der alte Teamkollege, oder? Ваня просто угорает сегодня весь вечер со всех, ну. But this game is good. I haven't played well. Thank you for the gun, man. But I haven't won a game yet. And that's not cool. This is a little trick. You never do this at home, boys. At home. Smoke like that. And you flash a high one like this. A small one like this, and you go with it like this. What the fuck are you doing? And you get a kill. Alright. So the A guy, he's blind. And the CT guy, well, maybe he's focused towards you, maybe he's focused towards middle. Thank God he was focused towards middle this time around. And I got a kill. Ja gut. Das spielen wir auch manchmal den Play. Aber it's such a long range map. Maybe even a scout in there would help. Even the Ivy fight's pretty long distance. Yeah. And so this could be a rough one. I feel like der Typ ist immer so mad, wenn er verliert. Ja, das ist doch Pimp, Alter. Ist er nicht immer Team?
Hope for the best. Hä, was? Ich hab's nicht gecheckt. Warte mal, was? Just an outside execution. Smokes either side of the bomb train. One towards five track potentially, and then just hope for the best here. Good flash. The flash and actually they catch Rez. Ach so, weil er das Fenster aufgeschossen hat. Actually, 24 kills. Certainly playing his part for the French squad going forward. And this next one, this if crazy lose, could see that was coming. Oh no! Aber das ist schon oft passiert, oder? Auch so in Pro-Matches. It's gonna get aggressive. He's been so convincing with his plays. Automatic willing to get involved, but he's never, surely never gonna expect Dead Fox. And this is where the HP on Automatic, remember, he hasn't taken damage from an opponent, it's all been a teammate. Automatic's gonna be a free kill, but it'll also give things up. Rush will know exactly what's gonna happen, actually. The trigger discipline. Oh, this is amazing. Oh, he's got to be careful. Rush, not aware. Great round from Dead Fox. Second. Insaner play. Er hat Fenster zerstört, deswegen hat er die Flash nicht gehört. Ja, ja, ist mir schon jetzt klar. We'll see his demise. And Psycho now at the edge of the smoke. Three players to deal with. 13 seconds though. He's gonna sneak right past him. Will he see the bomb? He denied that plot. Takes out Mar. Takes out Han and gets the triple kill. Quadra for Psycho. Ich liebe so Plays, ne? Es gibt nichts Besseres, als wenn die sich irgendwie durch die Gegner durchsneaken und einfach so richtig überconfident sind und einfach nicht direkt losshooten. Das ist so insane. Aber das kannst du halt nicht machen gegen 5 Matches Faceted Accounts, weil die checken dich immer direkt durch 5 Wände. Oh, Friberg. Was macht Friberg? Flash top my turn. Nein, der. Watch out, A, guys. Smoking Apps. Oh, das kann auch krass sein. Ja, jetzt durch die Smoke, jetzt durch die Smoke. Ohne dass sie es raffen. Oh, herrlich, weil einer ist schon durch. Geil. Oh, der hat's gehört. Shadow. Aber ich verstehe auch gar nicht, ich glaube, er hat Steps gemacht. Warum sneakt er nicht durch? Er hätte so krass machen können. With the AWP. Map point looking to be confirmed. Oh no, Simple. Nearly got knifed. Simple, of course, trying to push it through. And it's in style? Jetzt haben wir eine ähnliche Szene, glaube ich. I don't know what too far ahead of ourselves. He is still on 17. I get your point. I'm with you. I wouldn't quite call it the config knife. Oh my. Overtime, highly likely. I take that back. He's still only a 17. Smokes down. He has to get around them somehow. Looks toward the car. And he... Doch, ich kenne das Match. Haben die nicht sogar wegen der Aktion dann noch verloren? Oder Overtime oder irgend sowas? Kann das sein? Weil Simple irgendwie reinstechen wollte? War das nicht dieses Match? Weil da steht ESL One Cologne 2019. Ich dachte eigentlich, ich habe gar keine Major Matches mehr 2019. Doch, aber ich habe geguckt. Window. Tatsächlich. Ich habe ein paar Matches geguckt. Okay, Henry's called it. Is this gonna... Was haben das dadurch verloren? Oh, imagine! Und Simple ist eigentlich so ein krasser Spieler, ne? Aber da throwst du einmal rein, direkt weg. Ist es Dozier? Sieht so komisch aus in der Cam. Nee! Es ist Dozier. Der Sexgott, Digga. I like this. This is Gutsy here. He's going for it all. He doesn't want just the plants, Vince. He wants the meat and the potatoes. Greed. Jungs, wir müssen jetzt raten. Ist es 200 IQ oder ist es der Bra-Moment? Ich sag, das wird ein krasser Play von ihm. Weil der wird sich genau zwischen beiden und dann wieder mit Trigger-Disziplin nicht direkt schießen, dann macht er die beide weg, right? 100%. He has time to play with. Er wird das jetzt krass machen. Du merkst schon, dass das... One bullet away from death. Ja, ja, guck es dir an, guck es dir an. Ja, ja. He's going up onto A. Was war denn das für ein Shaker? Through B. Gonna catch this player in the back with a deagle. We saw a nice air yesterday. He got CS gold fully. There's nothing wrong about that. Shank between the shoulder blades. Krass. Money in the bank, bomb planted. Add an orc for good measure. He's got the smoke. Und weiß, dass der andere da kommt. As he retreats now, the bomb's not planted for him. Victor doesn't have a kit. If he holds down on this, he's gonna... Aber wenn der jetzt einfach durchzieht, ist das dann jetzt der Bro-Moment, weil gegen sich gelegt hat? Wait for 10 seconds. Carrigan's not buying it. He is holding position. He is taking all the risks.
Ey, aber ich habe wirklich jetzt mal eine Frage, okay? Hätte der andere Typ Kit gehabt und die waren ja full equipped, ne, wie wir gesehen haben, er hätte doch schon längst durchdiffusen können. Und Pros never fake, ihr wisst es doch, oder? Verstehe ich, also das verstehe ich auch nicht, wie er da so krass gamblen kann. Ну битый, битый, Simple здесь стоит, Simple стоит снаружи. Muss ich das verstehen? Заходит Simple и режет Simple, Simple второго режет! Simple, Simple, Simple! Саша, да успокойся, пожалуйста, пошли третьего резать, Simple! Нет, уже понимал, что не успевает, так? Я окей. Скопчик. Еще один. А что, я не ангелит? Бежать, Сеня, зарежет тебя, бежать отсюда, Сень. Просто беги, да. Это сидит einfach durch, oder? Этот Simple! Молотов, но уже поздно. Успел раздефьюзить. Gegen wen haben die da gespielt? Navi 2020? Navi 2010? Achso, das alte Lineup? Hä? Очень нагло сыграл в этот дым. Двоих. What the fuck? Да, нормально пока. Кроме пистолетов и экономических раундов, ничего. Aber spielen die alle noch? Makelov hat doch aber auch, hat er nicht auch bei Flipside und so nochmal gespielt und so? Ach, keine Ahnung. Kommt da gar nicht mehr hinterher bei den ganzen Russen und Ukrainern. Вот он первый, смотрим, убивает Марика. Спустился вниз, есть информация, где он, и Эдвард с Стариксом могут сюда перетянуться. Может быть, Байлович? На Б играть. На Б играет, и Эдвард считает это. Не, ну он может и круг сделать, потому что плент-то там, ну, слева, да, 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 в бане, да. Поэтому как бы можно и так еще сыграть, тут покрутить своих оппонентов. Но я думаю, что Саша будет делать так, пока у него... Das ist auch Navi 2010 gegen Navi 2020, krass. Ein Showmatch war das. Aber das hätte ich mir gerne mal angeguckt. Das ist bestimmt interessant gewesen. Время, можно еще кого-то найти, уже в ситуации один на один, там как-то... Увидел и убивает Эдварда. Simple, один в два, один в три оставался, уже убил двоих. Ну и Старикс, 55 хитпоинтов. Я так понимаю, вот он подбирает девайс, есть у него АК. Как... 1.6 habe ich übrigens nicht so viel gespielt, ne? Also auch nicht irgendwie so krass competitive oder so. Das hat bei mir alles erst Counter-Strike Source angefangen. Also Counter-Strike Source habe ich 2004 ja angefangen. Das war eine Beta noch damals. Und dann habe ich 2006 mit ESL angefangen, ne? Mit Tertius und so habe ich gespielt. Aber 1.6 bin ich halt nicht so drin. Aber habe ich auch gut gezockt. Aber mehr so Public Shit. Und auf LAN. Kann mir mal einer sagen bei dem Showmatch, wer da gewonnen hat? Also ich würde ja mal logischerweise tippen, dass natürlich das New Navi gewinnt, weil die anderen sind ja wahrscheinlich so richtig komplett out of game, oder? Die spielen zwar bestimmt noch ab und an, aber jetzt auch nicht mehr so. Wobei, ein, zwei Leute spielen, glaube ich, noch professional, aber die anderen, glaube ich, nicht, oder? Как нужно работать с Авиком? Also Zeus wird ja noch spielen, Edward wird noch spielen. Aber ich weiß gar nicht, Makelov spielt er überhaupt noch? Der ist doch schon... Ist er retired? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Blickt da überhaupt nicht mehr durch bei den Jungs. Zeus ist in Rente. Ich weiß es nicht, ich habe nur noch, keine Ahnung, Makelov, ja, aber ich weiß gar nicht mehr, wann der aufgehört hat, oder ob der, also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich glaube, Makelov hat noch damals bei Flipside mal mitgespielt. Oh, das ist der Bro-Moment. 10 IQ, Alter. Makelov. Ich würde gerne mal wissen, wo der mittlerweile spielt. Warte mal, wir machen kurz Research, Jungs. Das ist der gute Herr. So, warte mal, wo kann ich die kompletten Teams sehen? Active Player, 2004 bis 2018. Also seit 2 Jahren ist er retired. Okay. History, Counter-Strike, Amazing Gaming, DTS, Hellraiser. Aha, habe ich sogar auch gecallt. Navi Hellraiser, Flipside Tactics. Bis 2018. That's it. Aber ihr dürft gern Code Bieber auf allen möglichen Gamble-Pages benutzen, Jungs, und Skinport abchecken. Es ist 2. Link in der Beschreibung, nehme ich an, Leo, auf dem Bipto-Kanal. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, Jungs, ja. Dankeschön für das Video, Adlerfreund, das war sehr geil. 10 out of 10 Content, viele Sachen kannte ich nicht. Cool. You and I, don't